Ja, hallo liebe Leute, zur 47. Folge Checked Alliance 3. Wir befinden uns im Endspurt. Der Major schickt hier tonnenweise seine letzten Aufgebote. Wird uns aber nicht mehr interessieren. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sektoren und ihn vor uns. Mal gucken, wie viel wir heute wegkriegen. Wir gehen jetzt direkt hier drüben in den Dragonfly Squad rein. Ich möchte den Kreis machen und dann können wir auch die Dings hier abfangen. Wer auch immer hier unterwegs ist, hier der Legionsangriffstrupp. Den werden wir hier vorne oder hier wahrscheinlich abfangen. Gucken wir mal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall da drüben rein. Wir werden auch hier hinten noch jede Menge Gegner haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ja meistens so. Scully. Der will auch mehr Kohle. Der hat auch noch nicht so viel geleistet, als dass das verdient wäre. Naja, von mir aus. Gehen wir mal hier rein und gucken. Ich mach mal zu. Ah, hier ist gar niemand. Hier sind gar keine Gegner. Hier oben sind nochmal 12 Stück. Okay, was auch immer das da ist. Das sieht auch interessant aus. Wir gucken es uns an. Wir gehen jetzt hier erstmal gegen diese 8 harten Schergen rein. Wir haben 4 erschöpfte Söldner. Ist mir egal. Ist mir egal. Muss trotzdem gehen. Das sind nur 8 Stück. Das sind nur 8 Stück. Die hier in diesem Zeltchen hausen, nehme ich mal an. Naja, da sind sie doch schon. Da sind sie doch schon. Oder wir stecken jedem noch so eine Kräutertablette rein. Wir müssen doch noch einige haben. Das können wir natürlich auch machen. Wofür haben wir sie denn? Ja, 6 Stück haben wir noch. Wer ist alles erschöpft? Sydney, Scully, Moppy und Dr. Q. Also. Wo sind sie? Wo sind sie? Sydney? Zack. Sydney, Scully, Moppy und Dr. Q. So, wo ist Moppy? Hier. So, jetzt dürfte doch niemand mehr erschöpft sein. Herausragend. Herausragend. Jetzt können wir hier an die Kollegen ran. Bleib hier. Wir verteilen es ein bisschen drumrum um das Lager. Dann legen wir uns auf den Boden. Da haben wir nämlich eine viel bessere Zielgenauigkeit. Und Dr. Q geht mal ein bisschen näher ran. So, dann gehen wir doch. Fangen wir doch an hier, oder? Da kriegen wir doch einiges weg, denke ich. Halt. Nein. So wollte ich das schon wieder nicht. So, Dr. Q, komm. Du fängst doch an. Geh gleich. Ja, ich sehe nur 3. Das kommt mir ein bisschen seltsam vor. Das ist irgendwie ist das. Okay, da hinten sind noch mehr. So, komm. Wir fangen an. Er hat mich echt vorher gesehen. Oh, ich war doch wirklich nah dran. Na gut. So viel dazu. Passt aber trotzdem. Wir kommen trotzdem dran. Es wird ihn nicht retten. So, weg damit. Jetzt stehe ich hier natürlich... Obwohl, hier stehe ich eigentlich ganz gut. Schön hinterm Zelt, volle Deckung, Kopf runter. Dann gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Das schafft doch sogar Barry, oder? Ja. Bewegst du dich ein bisschen nach vorne? Die sind ja alle verborgen. So. Ihr deckt jetzt einfach alle aus dem Hinterhalt, Dr. Q. So stelle ich mir das vor. Moppy sieht schon wieder gar keinen. Ich hätte näher ran müssen. Ne? Die stehen alle ziemlich weit hinten. Immer noch niemanden. Na komm, wir werden doch noch einen in Sicht kriegen hier. Ja, das ist aber eigentlich eher einer für Scully. Ne? Den sieht er sogar schon. Machen wir mal weg. So, kannst du auch ein Stück vor. Magic wird gar keinen sehen, nehme ich mal an. Everybody be cool. So, Moppy sieht jetzt noch einen. Hat jetzt aber nicht mehr, kann nicht mehr voll zielen. Das müsste aber trotzdem reichen. Ja. Sehr gut. Dann werden wir Barry noch ein Stück nach vorne bringen. Der hat ja noch Punkte. Und dann beenden wir den Zug. Da hinten sind die letzten 3. Das Team muss 5 Kopfschüsse erzielen. Das kriegen wir hin. Da kommen sie. Es dürfte nicht reichen, um an Dr. Q ranzukommen, oder? Nee. Also sie kommen bis hin, aber die können doch jetzt nicht noch schießen, oder? Nee, können sie nicht. Sehr gut. Dann darf Moppy hier mal noch
einen Kopfschuss machen, dass wir die Quest zu Ende kriegen. So, sehr schön. Da haben wir das Ziel abgeschlossen. Und dann kann doch Dr. Q die beiden hier noch voll wegmachen, oder nicht? Zack. Und ihn hier. Zack. So, Sache erledigt. Was haben wir bekommen? Moppy, Kopfschuss. EP erhalten 315. War das die Belohnung für die Quest? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich schon, ne? Gut, dann looten wir hier mal durch. Da ist eh wahrscheinlich nichts mehr, was wir brauchen. Oh, wir wollten ja auch auf Minen aufpassen, fällt mir gerade ein. Wo ist Barry? Wir gehen mit Barry looten. Wir gehen mit Barry looten, das hätte ich jetzt schon fast wieder vergessen. Was ist hier? Da steckt eine Waffe im... Die Skeletthand am Grund des Sees gehörte eindeutig einer Frau. Jetzt habe ich hier... EP bekommen. Einfach so. So, die AK-74. Jetzt muss ich aufpassen. Bin ich auch auf den in den Kommentaren darauf hingewiesen worden. Eine AK-74 ist keine AK-47. Ne? Das ist schon ziemlich mies. Und das soll die beste Waffe im Spiel sein. Wir vergleichen das mal mit der FN Fall von Barry. 3x15, 24, 9 Grit. 3x15, 30, 9 Grit. Hoher Schaden, schneller Haltbarkeitsverfall. Hoher Schaden, verbesserter Rüstungsdurchschlag. Und langsamer Haltbarkeitsverfall. Okay, sie ist... Wir kriegen sie auch auf 30 Reichweite, wenn wir den entsprechenden Lauf montieren. Lass uns mal gucken. Na, das geht nicht. Ich kann hier so nicht tauschen. Muss ich es einmal so machen. Wir modifizieren mal dran rum. Kompensator werden wir tatsächlich ersetzen. Durch den Schalldämpfer. Unterlauf können wir ihm tatsächlich auch einen Granatwerfer verpassen, was ziemlich gut ist. Fügt markiert zu, ist sogar schon drauf. Ein Thermalzielfernrohr ist drauf. Dann haben wir ein, was ist das? Ein ergonomisches vergrößertes Magazin. Okay, ja, das ist schon, passt schon. Und da hinten haben wir jetzt noch, was ist das? Ein schwerer Kolben. Okay, da ist alles drauf. Da ist wirklich schon alles drauf, was es so gibt, ne? Wunderbar, dann ist das die neue Waffe von Barry tatsächlich. Entladen. Mod entladen. Schrott. Er damit. Nachladen. Blendgranate. Nachladen. Standard. Ach, das ist auch eine WPP. Okay. Die braucht auch WP-Munition. Na gut. Damit hat Barry eine neue Waffe. Das ist ja wunderbar. Das ist verschlossen. Magic. Bitte walten Sie Ihres Amtes. Was hier noch drin? Eine schwere Rüstung. Die brauchen wir nicht. Dann nehmen wir noch die Kräuter mit. Und dann sind wir hier weitestgehend fertig. Und dann gehen wir hier rüber. Ach, da geht's oben rum. Ah, da geht gar ein... Moment. Ich kann nicht nach hier unten. Ach so, da kann man... Ach, hier ist zu. Ah, das ist natürlich ungünstig. Gut, dann gehen wir halt da hoch. Hilft ja nichts. Oh, dann kriegen wir jetzt einen Doppeldrupp. Nehme ich an. Ja, da kämpfen wir jetzt gegen beide. 18 Stück. Na super. Es ist hellichter Tag, da müssen wir die Ausrüstung tauschen. Mitten im Ödland. Ich hoffe, hier gibt es jetzt ein bisschen mehr Deckung, weil 18 können wir nicht einfach so wegsnipern. Sieht aber nicht so aus, ne? Hier ist gar nichts, ne? Also, überhaupt nichts ist hier. Da oben ist Norden. Der eine Trupp kommt hier von rechts. Oh Gott. Das kann... Oh je. Na schön. Magic... Wir werden uns mal ein bisschen mit Rüstung versorgen. Ich glaube... Achso, hier. Das ist an der Stelle gar nicht verkehrt, wenn wir das machen. Ich glaube, hier wird es jetzt wieder ein bisschen wehtun. So, Magic sollte Feinden 150 Schaden zufügen. Das dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Wir gehen gleich mal ein bisschen hier rüber. Hier hat's nämlich mehr Deckung. Wir sehen einen. Da hinten laufen sie rum. Okay.
Wir gehen mal hierher, da hat es ein bisschen Deckung. Oh, um Gottes Willen, da ist ja alles voll. Wir gehen hier hoch. Beziehen erhöhte Positionen. Ich hoffe, hier liegen keine Minen. Oh, bitte keine Mine. Jetzt hier, wenn es geht. So. Ja, das ist herrlich. Das ist absolut erhöhte Position ringsrum. Magic nach hier vorne. Oh, da kommt noch eine ganze Ladung. Barry, komm ran. Oh Gott, sind das viele. Junge, sind das viele. Oh Gott. Okay, wir fangen mit Sydney mal an hier vorne. Vielleicht kriegen wir die zwei einzeln weg. Er ist überrascht. Er ist überrascht. Okay, sind alle überrascht. Okay, dann ist es eh egal. So, Scully ist schon aufgedeckt. Das ist ungünstig. Wir waren zu nah. Okay, die sind alle aufgedeckt. Okay, wir sind alle aufgedeckt. Ach, herrje. Nee, Moment. Hä, warum? Wir sind tatsächlich wieder aus dem Kampf gekommen. Okay, das war jetzt wild. Das war jetzt ein bisschen wild, tatsächlich. Probability of success is high. Ah, so knapp. So knapp. Ich stand doch quasi schon direkt vor ihm. Der haut zurück, wenn ich ihn nicht töte, ne? Ist unangenehm. Ach komm, den machen wir weg. Nee, machen wir nicht. Ah, haut daneben. ist er fast tot, okay. Trotz Grit habe ich ihn nicht geschafft. Dann gehst du... Ist hier irgendwo Deckung? Ja, hier. Oh, das sind alles Nahkämpfer. Oh, shit. Okay, die müssen weg. Die beiden müssen weg. So, Magic soll ja eh 150 Schaden verursachen. Fang mal hier an. Da hat er 64 schon mal gemacht. Kann noch ein bisschen weiter nach vorne. Moppy nimmt den anderen. Die müssen dringend weg. Sonst kriegt Dr. Q zu viel ins Gesicht. So, perfekt. Kannst auch ein Stückchen nach vorne. Da hinten stehen sie alle. Das ist doch einwandfrei. Alle unterdrückt. Das ist sehr gut gelaufen. Abgerichtete Hyäne hat etwas gehört. Jetzt ist Barry aber aufgedeckt. Jetzt bringen wir ihn erstmal nach da hinten. Soll den Kopf einziehen. So, Scully nimmt sich den Grenadier vor. Sonst fliegen nämlich Granaten in meine Richtung. So, ein Air sieht, Sydney sieht sowieso nur noch den Nahkämpfer. Da ist ja alles gedeckt. Das ist unangenehm. Dann wird auch Sydney aufgedeckt. Ist aber egal. Machen wir trotzdem. Na, er hat ihn getötet. Trotz nur Körpertreffer. So, wunderbar. Dann beende ich den Zug. Sie wissen aktuell nur, ja, von Barry und von Dr. Q. Oh Gott, die Hyäne. Die kann wieder 100 Kilometer weit laufen, oder? Na, es geht. Sie können nur auf Dr. Q oder Barry schießen. Und Barry haben wir aus dem Weg geräumt. Oh, da kommen sie alle. Diese Bewegungsreichweiten, ne? Okay, wir müssen eine HE-Granate laden. Und diese Hyänen hier entfernen. Oder gleich alle. Oder gleich alle. Das geht auch. So. Okay, er sieht niemanden. So, Scully. Macht mal den da hinten. Oh ne, das ist der Kopf in Deckung. Das hilft uns, das bringt uns gar nichts. Bei ihm hier sieht es besser aus. Weg damit. Der ist ja noch verborgen. Auch Sydney ist noch verborgen. Der kümmert sich um diese andere Hyäne hier. Oh, ein Traum. Moppy sieht einen da hinten. Moppy nimmt mal den hinteren, weil ich weiß nicht, ob Magic den auch sieht. So.
Nee, Magic sieht gar niemanden. So habe ich mir das nämlich schon vorgestellt. Gehen wir noch ein Stück nach vorne. Auch nicht. Noch ein Stück. Auch nicht. Gehen wir mal hier runter gehen. Auch nicht. Na gut. Dann bleibst du hier. Dr. Q käme sogar ran. Gerade so. Auf geht's. Wir haben genug Punkte angespart. Der hat auch eine Bewegungsreichweite. Abartig. Zack, weg. Und dann hier in Deckung. Ich weiß schon, wir müssen ihn jetzt noch einmal ziehen lassen. Dr. Q hat Panzerung, das ist nicht so schlimm. Oh, und er hat eine Kraft bekommen. Eieiei. Er hat eine Kraft dazu bekommen, das heißt, er hat jetzt 90 Kraft. Yes, damit kommen wir auch in die hintersten Punkte rein. So, komm, dann kümmer du dich doch um ihn. Er hat eh nur in die Panzerung geschossen. Weg damit. Oh, da ist ja noch einer. Dann schnell hier hin. Kopf runter. Da kann von euch keiner helfen, oder? Sydney vielleicht? Nope. Kommen wir nicht in Reichweite. Ja, obwohl, Moment. Er hat deutlich mehr Bewegungsreichweite. Vielleicht kommen wir noch mit einem ran. Nee, leider nicht. Dann beende ich einfach den Zug. Schießt er nochmal auf Dr. Q. Aber wir sitzen hier gut in Deckung. Und dann stirbt er halt auch zu Dr. Q. Oder an Dr. Q. So. Sind immer noch Feinde im Sektor. Seht ihr, wie voll Blut der ist? Das ist aber von Gegnern, oder? Das kann aber nur von Gegnern sein. Und da haben wir wieder Dreckhaufen entdeckt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da Dings gibt. Wieder irgendwelche... Naja, Idole. Wir müssten das eigentlich zur Prinzessin bringen, aber das macht eigentlich keinen Sinn mehr, ne? Hui! Nochmal eine komplette Ausrüstung. Weg damit. So, es hat aber noch Gegner im Sektor. Oh, ich habe vergessen, dass Magic 150 Schaden zufügen muss. So, wo ist der gute Magic? Du suchst dir den letzten. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Das habe ich jetzt wieder komplett vergessen. Oh, am Anfang töne ich noch. Das wird easy. Das macht er einfach nebenher. Jetzt hat er gar nichts gemacht. Gucken wir mal, wo wir den letzten finden. Der kann ja nicht weit sein. Jetzt geht die Sucherei wieder los. Irgendjemand wird ihn doch irgendwo finden. Hier, Dr. Q hat ihn entdeckt. Wo? Ich habe doch gerade gelesen, ein Feind. Ah, hier steht er rum. Okay, Magic. Komm her, das ist deiner. Du musst einfach nur noch 90 Schaden machen oder so. Nicht mal, 86 reichen. 86 würden reichen. Schöner Grit. Kriegen wir doch hin, oder? So, stopp. Wir legen uns noch hin. Da haben wir mehr Chance. So, auf. Will er nicht? Ah, 150! Wunderbar! Dann hat er es mit einem gemacht. Haben wir sogar noch die $2000 mit abgestaubt. Gut! Soweit, so gut. Damit haben wir den Sektor und den Angriffstrupp gleich ausgeräumt. Und ich würde sagen, wir ziehen sofort weiter, ne? Ja, hier gibt es nämlich sonst nichts. Wir haben noch so ein Idol gefunden, aber gut. Ich weiß halt nicht, wir haben ja eine Quest. Museum von Ajani. Da haben wir ja immer noch offen, Emma benötigt archäologische Schätze. Aber ich glaube, das kannst du nie abschließen, oder? Oder wenn du alle bringst, die es vielleicht irgendwo gibt. Aber ja, dann bleibt es offen. Ganz ehrlich, weil ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt nochmal hier runterlaufe. Bis hier. Nur um das Gerümpel abzugeben. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das noch brauchen. Wir trösten uns damit, dass wir es eigentlich gefunden haben und hätten abgeben können. Das muss reichen. Und gehen hier in die nächsten 12 Stück rein. So.
Zack, nochmal 12, der Vulture Squad. Das sind ja wieder Petit Piccolo und Remy Larette. Remy hieß doch aus diesem Disney-Film, aus Ratatouille. Hieß der nicht auch Remy, die Ratte? Ist das eine Anspielung? Dieses Spiel hat so viele Anspielungen, ich gehe schon davon aus. Magic ist müde. Wir haben noch... Ich glaube, wir haben noch 2 Stück, ja. Die benutzen wir dann auch einfach. Das Zeug zu horten macht ja wenig Sinn. So, dann sind alle wieder fit. Dann gehen wir rein. So, jetzt ist wieder Nacht. Jetzt müssen wir uns wieder umziehen. Kennen wir ja schon. Was ist das denn hier? Das gefällt mir aber auch gar nicht, diese Startposition. So, einmal so. Dann einmal so. Und einmal so. Und einmal so. Wunderbar. Los geht's. Kopf runter. Wir haben wieder neue Nebenmissionen. Kein anderer Söldner als Sidney darf Schaden erleiden. Und das Team sollte weniger als 50 Schaden im Konflikt erleiden. Okay, das kriegen wir doch auch beides hin. Da ist Licht. Das ist gar nicht gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch hier oben rum kann. Was ist denn das für eine Klettergedöns hier? Guckt euch das mal an. Das ist ja voll der Parkour. Okay, das ist ja wild. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch hier rum kann, oder? Komme ich da nicht hier rüber? Ne, komme ich nicht. Dachte, man kann hier vielleicht rüber hüpfen. So, hier bin ich jetzt immer wieder vorsichtig. Wo ist Barry? Geh du mal vor. We have enemy? Wo? Ah, da drüben. Da ist auch einer. Okay, bringen wir mal den Rest hier hoch. Oh, das sieht aus, als könnte man da ein paar Einzel wegmachen. Okay. Time to go around. Gonna give him a big surprise. Time to slink round them. Wer ist überrascht? Gucken wir mal, ne? Moppy. Da müssten wir diesen... Alle überrascht. Mit ein bisschen Glück kriegen wir die alle weg. Ja, er ist jetzt auch überrascht. Kriegen wir die alle weg und kommen wieder aus dem Kampf. Das wäre schön. Weg damit. Wir sind immer noch im Kampf. Ah, da drüben war noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Hilft ihm aber nicht. So. Perfekt. So, wir sind immer noch mit allen verborgen. Ja, ist nichts passiert. Weiter geht's. Da haben wir jetzt mal einige ausgeräumt. Das ist schon mal ganz gut. Barry geht mal hier rüber looten. Nur falls hier Minen liegen. Gucken wir mal. Oh, ein paar Diamanten. Nicht, dass wir Geld bräuchten, aber dem geschenkten Gaul und so, ne? Ich werde schon wieder unvorsichtig. Wenn hier irgendwo eine Mine liegt. Keiner da. Sind die alle da hinten oben? Du mal darüber. Und die anderen drei. Ja, da oben sind sie. Habe ich mir gedacht. Die anderen drei gehen hier rüber. Das ist auch mutig hier, ne? Der Absturz ist vorbei. So, kommt mal ran. So, jetzt werde ich einmal kurz hochgucken. Wer ist hier so? Niemand. Bringen wir den Rest auch mal hoch. So, da ist Petit Piccolo. Und der Schützenveteran. Und noch ein Schützenveteran. Und Remy Lerat. Okay, das sind alle. Wunderbar.
So, Remy haben wir schon mal entfernt. Jetzt kommt der Schützenveteran. Da. Oh, da sieht ja gar niemanden. Komm mal ein Stück vor. Jetzt. Nimmst den anderen Schützenveteran. Und da ist nur noch Piccolo, hat sich wieder irgendwo versteckt. Ah, da hinten ist er ja. Piccolo hat jemanden sterben sehen. Das ist... fällt ihm aber früh auf. Er ist nicht gestorben dran, leider. Mal gucken, ob der Rest das hier noch beenden kann. Wäre schon schön. Oh, Barry sieht ihn gar nicht. Komm noch ein Stück nach vorne. Mist. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Jetzt sieht er ihn. Jetzt können wir aber nicht mehr voll zielen. Wir schießen trotzdem. Oberkörper könnte noch gehen. Nee, geht nicht. Oh Gott, Barry. Barry, was ist mit dir? Na gut, dann wird er zurückschießen. Der wird, das ist ein Scharfschütze. Das wird einmal richtig wehtun, fürchte ich. Naja. Was soll man machen? Scully. Uff. Okay. Okay. So, es sind noch Feinde im Sektor. Dann gehen wir mit Barry wieder looten. Das kriegen wir doch hin. So, und dann hinten hat er noch was entdeckt am Sektorausgang im Prinzip. Ah, Blendgranate. Können wir wieder auffrischen. Die haben wir ja im Sektor davor haben wir ja eine verbraucht. So. Der Rest wird da oben sein, nehme ich mal an, ne? Ja, da ist ein Bomber, um Gottes Willen. So, den ersten Bomber haben wir erwischt. Den anderen sieht niemand. Aber von hier vielleicht. Eine Beweglichkeit bekommen. Sehr gut. Und weg damit. So. War's das? War's immer noch nicht? Es sind echt noch mehr Gegner hier? Was ist ja nicht? Ich dachte jetzt, allmählich wären wir fertig. Gut, Zugende. Na ja, gut, da hinten kommt noch einer. Noch ein Bomber. So. Konflikt gelöst. Beide Quests abgeschlossen. Was kriegen wir dafür? Nix. EP erhalten. Scully 350, Scully 329, Sydney 329. Okay, es hat EP. Es hat EP gegeben, das ist ja auch okay. Vielleicht kriegt noch jemand ein Level up. Dr. Q hätte ich gerne noch eins, aber das wird vielleicht nichts mehr werden, ne? Weil der hat jetzt 90 Kraft. Das ist halt schon. Moment, lass mich nach Dr. Q gucken. Vorteile. Da kämen wir jetzt halt da hinten noch in die coolen Sachen rein, ne? Erfolgreiche Nahkampfangriffe sind Grit und verursachen beim Ziel den Zustand markiert. Werde nach einem Kill aus der Nahdistanz inspiriert. Erhalte 4 AP. Wahnsinn. Das würde so eine Maschine werden. Ich glaube, mit diesen Perks könnte er dann von Gegner zu Gegner laufen. und sich durchmetzeln, aber ich fürchte halt, das kriegen wir nicht mehr. Schade. Wirklich schade. So, jetzt gucke ich noch einmal in diesen Sektor rein. Da waren wir noch nicht. Der sieht so seltsam aus. Da scheint es aber keine Gegner drin zu haben. Da scheint es keine Gegner drin zu haben. Zumindest wird nichts angezeigt. Ich will aber wissen, was diese gelbe Linie ist. Okay, unbekannte Gegner. Wir haben einen erschöpften Söldner. Das heißt, das wird unsere letzte Kräutertablette. Barry. Halt, hier.
So, das war's. Mit Kräutertabletten. Hat Thor schon wieder welche hergestellt? 5 Stück, ja. Das geht ja. Warum ist Raider eigentlich immer noch verletzt? Könnt ihr euch mal nützlich machen hier? Und Raider verarzten? So, und dann gehen wir hier rein. Unbekannte Gegner. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Staubsturm. Aber es ist Tag. Ui, wo bin ich denn jetzt? Ich stelle sie mal alle hier in die Ecke. Was ist das denn? Ein langer Gang, um Gottes Willen. Und hier vorne ist ein Tor. Ich glaube, wir haben das Spiel ausgetrickst. Ich glaube, wir haben das Spiel ausgetrickst. Sind wir mal ehrlich. Normalerweise, wenn ich jetzt nochmal... es geht gerade nicht. Es geht gerade nicht, glaube ich. Ich muss mal starten. Die Leute unsichtbar machen. Dann gehe ich nochmal raus auf die Map. Ich nehme an, normalerweise kommst du von hier unten in diesen Sektor rein. Jetzt weiß ich auch, was diese Linie ist. Das ist so eine schmale Schlucht. Normalerweise kommst du von unten. Und wenn du von unten kommst, dann kommst du nämlich von hier vorne. Das macht nämlich viel mehr Sinn. Dann kommst du nämlich auf diese Tür, dann kommst du hier rein. Hier sind nämlich auch MGs aufgebaut, die alle nach hier vorne gerichtet sind. Und wir kommen jetzt im Prinzip, dadurch, dass wir von oben kommen, kommen jetzt von hinten. Weil ihr habt es gesehen, die Gegner, die hier stehen, die gucken alle in die Richtung. Ja, ich glaube, das ist so eine Verteidigungsschlucht. Und alle rechnen jetzt mit dem Angriff von da vorne und wir kommen jetzt einfach von hinten und hebeln im Prinzip die kompletten Verteidigungsanlagen aus. Gut. Kann man so auch machen, ja. Das war, guck, die stehen hier hinter ihren Sandsäcken und gucken in die Richtung. Das ist, glaube ich, anders gewollt. Oh. Hilft uns alles nichts, wenn wir uns blöd anstellen. So, was war hier drin? Nochmal eine AK-74, das ist ziemlich cool. Die nehme ich gleich mit, da können wir später nochmal jemanden tauschen. Die modifizieren wir dann durch und können später nochmal tauschen, das ist gut. Wie ist denn das hier? Kann ich da drüber schießen? Nicht so richtig, ne? Da sehe ich niemand, auch nicht, wenn ich mich hinstelle. Uah, dann bin ich auch nicht mehr verborgen. Nope, das geht nicht. Oh, ein hackbares Gerät. Nehmen wir gleich mit. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier unten steht einer, das haben wir gesehen. Ja. Sehen wir hier sonst noch was? Nicht wirklich. Ne, da komme ich auch nahkampftechnisch nicht ran, oder? Nicht so richtig, ne? Nicht so richtig. Okay, dann bringen wir die Leute in Position und machen die zweimal zuerst weg. Magic sieht ja den da vorne. Dann gehe ich jetzt mit Moppy so weit, dass ich den da unten sehe. Ja, jetzt sieht er mich auch. Muss schnell gehen. Er ist überrascht. Das war so, wie ich es erwartet hatte. Staubsturm stört uns nicht. Wir haben Thermal. Weg damit. Und dann müssen wir wieder aus dem Kampf sein. Was? Konflikt gelöst? Das kann es nicht sein. Kontrolle über den Bruch B16 erlangt. Ernsthaft? Da breche ich... Ich wette, in diesem... Da liegt alles voll mit Minen. Das ist so ein Verteidigungsgedöns. Aber wir sind doch noch... Warum sind wir noch an? Ich weiß nicht. Ich bin nicht überzeugt, Freunde. Das ist das schon... Nee, da steht doch schon der Nächste. Da ist doch irgendwas nicht richtig gerade. Okay, jetzt beziehen wir die Position. Die gucken halt wirklich alle in die andere Richtung. Wir haben das ganze Spiel ausgetrickst, dadurch, dass wir von der anderen Seite kommen. Finde ich gut. Finde ich gut. So, Dr. Q. Ah, liegen da wirklich Minen oder liegen da keine Minen? Ah, er sieht mich auch schon. Es ist doch Staubsturm. Wieso sieht er mich denn? Auch noch Augen hinten im Kopf durch den Staubsturm, ne? Oh, das hat's auch noch. Weg. Hat keiner gesehen. Sehr gut. Da ist noch einer da. Okay, den können wir auch noch messern. Die zwei, da müssen wir mal gucken.
Kommt ihr mal hier runter, Leute? Ob wir da in Reichweite, in Schussreichweite kommen? Nicht so richtig. Na, da kommt noch einer. Okay, da ist noch einiges unterwegs. Ich weiß gar nicht, warum der mir gesagt hat, der Konflikt wäre gelöst. Okay, was sieht er? Wen sieht er? Ich weiß nicht, wen er sieht, aber wir müssen was dagegen tun. Okay, die sind jetzt alle überrascht. Oder die sind nicht mal überrascht. Die sind jetzt alarmiert. Okay. Nichts mehr mit Überraschung. Jetzt geht's los. So, MG bringt dir nichts. Das zeigt in die andere Richtung. So, Sydney sieht ihn da hinten. Thermalzinfernrohr müsste helfen. Weg damit. Hat eine Treffsicherheit erhalten. Sehr gut. Magic sieht ihn. Sieht jetzt noch irgendjemand den Kollegen da oben? Nicht so richtig, ne? Dann gehe ich mit Dr. Q mal voran. Er ist ja noch verborgen. Wir sind alle noch verborgen. Oh, da ist ja noch einer. In der Ecke versteckt. Dann gehe ich mit Dr. Q noch weiter weg. Er ist ja immer noch verborgen. Ist nichts passiert. Sydney sieht den nicht. Nee, kommen wir nicht ran, ne? Da kommen wir nicht ran. Okay. Dann beenden wir einfach den Zug. So, der kommt jetzt hier ran. Darf aber nicht. Oh, da oben sind zwei. Was ist das denn für einer? Ein Raketenwerfer-Typ? Oh nein. Und, oh, da kommt ja noch einiges. Okay, jetzt haben sie vorne am Eingang gemerkt, dass hinten irgendwas nicht stimmt. Ja. Ich glaube, wir haben das ganze Spiel überlistet. Ich glaube, irgendwie kommen sie damit nicht zurecht. So, Dr. Q übernimmt jetzt diesen Scharfschützen hier. Weg damit. So, an den da oben kommt er leider nicht ran. Aber er kann hier in Deckung gehen. So. Jetzt muss sich irgendjemand um diesen Scharfschützen kümmern. Eine gute Salve in den Oberkörper. Oh, der schießt ja zurück. Meinst du, ich kann mir das noch irgendwann mehr... Oh, wir sind aber nicht verletzt. Schnell verbinden. Schnell verbinden. Yes? What is it? Scully here. Enemy squaddy in my sights. Gott, aus nächster Nähe schießt er ihm komplett ins Gesicht. Ist auch nicht nett. Mit Moppy komme ich vielleicht sogar noch an den Schützen da oben ran. Wir machen den erstmal mit Sydney weg. Der Major wird davon erfahren. Mit Moppy haben wir nämlich, glaube ich, die Chance, an den da oben noch ranzukommen. Indem wir uns hier vorbewegen. Oh, ich sehe eine Mine. Ich wusste es. Da ist Dr. Q dran vorbeigelaufen einfach. Na gut. Zugende. Ich wusste, da liegen Minen. Okay, wir kommen auch nicht aus dem Kampf jetzt. Wir sind auch nicht mehr verborgen, also jetzt ist alles egal. Moving toward destination. Yes. Aber wir können uns doch wieder verbergen, theoretisch. So, du guckst mal schnell, was hier drin ist. Noch mehr Diamanten. Dann bewegen wir uns weiter nach vorne. Denke ich. Warum kann ich mich mit Magic? Du kannst nicht schleichen, solange du im Sichtfeld von Feinden bist. Von welchen Feinden denn? Sydney hier. Die anderen konnten es doch auch. Das irritiert mich jetzt etwas, aber gut. Dr. Q kann sich dagegen wieder verbergen. Du kommst mal hier runter, Zeus. Wir gehen, da vorne ist ja schon der Eingang. Also da werden noch... Oh! Shit. Gut, aber er ist noch verborgen. Ich beende den Zug, wir haben eh keine Punkte mehr. Da kommen sie. Jetzt wird's schmerzhaft. Oh, daneben. Sehr gut, Sydney. Ah, Staubsturm hilft uns. Die treffen da nichts. Ist ja wunderbar. Ist ja wunderbar.
Hallo, ich saß da oben auf Felsen. So. Hier ist er. Weg damit. Wieder verbergen. Kannst ja mal hier looten. Noch mehr Diamanten? Nee. Aber Schrott. Das nehmen wir auch mit. So, Sydney wird sich gleich verbinden. Ich denke, das ist nie verkehrt. Moppy, können wir jetzt das MG benutzen? Und... Ah, reicht nicht wegetechnisch. Schade. Kommt Moppy noch ran? Moppy kommt doch noch ran. Haha! Jetzt drehen wir den Spieß um, meine Freunde. Jetzt drehen wir den Spieß um. Dann wollen wir doch mal gucken. Wobei da ein Fass steht, das ist ein bisschen unangenehm. Ne? Oh! Verflixt. Schnell wieder weg. Ist aber zu spät. Ist zu spät! Das wird jetzt auch wehtun. Barry legt sich hin, kriegt trotzdem einen ab. Autsch, kriegt noch einen ab. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Dr. Q, bitte. Konflikt gelöst, mal wieder. Ich traue ihm aber immer noch nicht. Dem gelösten Konflikt. Schnell Barry verbinden. Ja, das geht. Ist nicht so schlimm gewesen. Ist nicht so schlimm gewesen. So, Barry geht jetzt mal nach hier vorne. Da werden garantiert noch Minen liegen. Ja, war klar. Auch wenn das ein etwas seltsamer Platz ist. Na, die Tür ist auch vermint. Ist das technisch, Technik oder Sprengstoff? Naja, Barry ist eh schon verletzt. Naja, war Technik. Er hat es aber trotzdem geschafft. So, irgendwelche noch Minen hier? Sieht nicht so aus. Ich bring mal den Rest hier ran. Oh! Oh! Ich hab sie noch gesehen, aber du kannst nichts mehr machen, ne? Der Bleiche hat Folgendes gehört. Jetzt ist wieder irgendwer aufgedeckt worden. Oh, jetzt müssen wir doch wieder eine größere Verarztung machen. Verflixt noch eins. Du siehst die Mine, du kannst aber nichts mehr machen. Du hast keine Chance mehr zu reagieren. Ha. So tragisch. Magic, verbind dich mal. Und irgendein Bleicher hat jetzt was gehört. Das ist auch unangenehm, glaube ich. Moppy soll sich auch mal verbinden. Was für ein Bleicher denn, um Gottes Willen? Ich kann es euch nicht sagen. Ich beende mal den Zug. Guck mal, wo sich jemand bewegt. Irgendwo muss ja jetzt noch jemand sein. Hm. Interessant, interessant. Ich weiß es nicht. Da hinten? Guck mal, da steht so ein Fass, auf das man schießen kann. Jetzt haben wir da nämlich einen Weg geöffnet. Interesting. Sehe ich aber auch niemanden. Ich bin noch im Kampf. Ich gehe mal mit Barry da hinten rein. Guck mal aufs... Ja, da ist das Kroko. Da ist das Kroko. Ich gehe wieder. Dr. Q kommt nicht ran. Ist das der Bleiche? Nee, oder? Jetzt habe ich da nur ein Krokodil freigelegt. Scully geht mal hier vor. Moppy kommt hier rüber. Weiß ich jetzt nicht, ob das Krokodil der letzte Gegner ist. Könnte aber sein, tatsächlich. Naja, wir bringen die Leute mal ran. Dann lassen wir das Kroko mal kommen. Das kann, glaube ich, gar nicht so weit laufen. Ist ja keine Hyäne. Was ist denn immer dieses Fenster hier jetzt?
War ein guter Treffer, reicht aber nicht, um es zu töten. Aber Dr. Q kommt jetzt ran. Es beißt zurück, wenn wir es nicht töten. Aber es müsste doch eh schon schwer verletzt sein oder so. Ja. So, Konflikt gelöst. Dann war das der Bleiche. Was gibt's da hinten in der GroKo-Höhle? Loot. Ui. Okay. Ich verstehe. Wir haben ein Geheimversteck gefunden. Und jetzt kriegt auch Barry noch ein Dings hier. Der hatte nämlich bisher noch gar keins. Nur, was legen wir weg? Tasche voll bis zum Rand. Ich kann es auch erstmal niemand anderem geben, weil keiner in der Nähe ist. Dr. Q, komm mal näher ran. So, nochmal. Looten. Na. So, jetzt aber. Barry nimmt das mal. Warte mal, Barry. Oh Gott. So. Die Molotovs geben wir mal Dr. Q. Das TNT schmeiße ich mal weg, ganz ehrlich. Das brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir einmal Treffsicherheit. Das wäre, wenn ich auf die Punkte gucke, jetzt geben wir auch mal Barry. Der kann es noch am ehesten gebrauchen. Und wir haben einmal Technik. Das geht an den guten Herren Magic. So, TNT lassen wir liegen. Wunderbar. Loot abgestaubt. Dann haben wir gesagt, bringen wir alle Leute hier vor. Und dann gucken wir mal mit Barry, was es hier außen noch gibt. Ich wette, hier vorne am Zugang liegen auch jede Menge Minen. Tasche hat Alarm ausgelöst. Ist ein bisschen spät, ne? So, noch HE-Granaten. Was ist das denn für ein cooler Sektor? 62, 86, 40. Den tauschen wir einfach aus. Und verwerten den. Das verschrotten wir. Kampfstimulantien kann ich eine noch Dr. Q geben. Den Rest sparen wir uns. So, und jetzt gucken wir mit Barry noch nach Minen. Ja, war klar, dass hier vorne am Zugang Minen liegen. Oh, und zwar jede Menge. Da werden wir wieder voll reingelatscht. Stell dir vor, du kommst da aus der anderen Richtung. Ich glaube, das ist dann ziemlich kniffelig. Da haben wir das Spiel überlistet. Da haben wir einfach das Spiel überlistet, würde ich mal sagen. So, hier kann man hin. Ich bewege meinen Trupp jetzt mal hier hoch. Magic werden wir natürlich verlängern. Ich hoffe, springt uns jetzt keiner mehr ab. Ich hoffe, es springt uns jetzt kein Gegner mehr ab. Kein Gegner, kein Söldner. Vor allem kein so ein wichtiger wie Magic oder Dr. Q. So, Raider müsste fit sein. Ist er auch. Das heißt, wir bringen unseren Bravo-Drop hinterher. Ja. Da gehen wir nämlich jetzt nächste Folge, denke ich, beim Präsidenten rein. Mit der vollen Mannschaft. Ich denke, das ist eine gute Sache, wenn wir es schaffen. Da hat es nochmal 9, hier wird es auch nochmal welche haben. Gucken wir mal, ne? Ich werde hier, das sind jetzt auch alle erschöpft wieder. Die werden sich jetzt eh erstmal erholen. Ich werde derweil da diese Verletzungen behandeln. Wir können dann auch noch ein paar Gegenstände reparieren in der Zwischenzeit. Da ist ja auch wieder einiges im Eimer. So, wir warten auf den Bravo-Drop. Wir warten, bis alle erholt sind. Und dann sieht das so aus, je nachdem, hier sind noch 9. Hier werden auch noch ein paar sein. Und dann baut er auch schon wieder einen Angriffstrupp zusammen. Mal gucken, wahrscheinlich machen wir in der nächsten Folge dann einfach eine Überlänge und ziehen es einfach durch. Ich weiß nicht, ob uns da eine Stunde reicht. Aber ich werde das in der nächsten Folge durchziehen. Egal, wie lange es dauert. Außer ich brauche für die ersten zwei Sektoren schon eine Stunde, dann spare ich mir das. Aber wenn wir nach 30 Minuten hier hinten sind, dann gehe ich da rein. Also ist mir ganz egal. Das heißt, es sieht so aus, als kommen wir dem Ende entgegen. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was passiert. Ich werde off-Video, off-Stream hier die Leute noch heilen und fit machen. Und dann gehen wir da rein, würde ich sagen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten und letzten Folge wieder, vermutlich letzten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.